Hey Leute, wir bauen heute einen Wasserpark. Trägst du das zum Bauen? Wir brauchen einen Plan. Einen detaillierten Plan. Welchen Farbton soll ich wählen? What? Nun, die Dinge müssen richtig berechnet werden. Ein Skizzenmarker. Hier ist er. Rot passt zu meiner Badehose. Der Pool wird hier sein. Schauen wir mal. Tadellos. Einwandfrei. Ich schätze, der Plan ist fertig. Wir müssen nur noch die Couch loswerden. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Das ist schön. Mal sehen, was wir aus dem Zimmer machen können. Das Wichtigste zuerst. Wir brauchen einen Pool. Wow, das ist echt genial. Das ist richtig. Und es gibt eine Rutsche. Oh ja. Und ich brauche dringend einen Strandkorb. King Kong kann bei uns bleiben. Nein, Sharon. Tu das nicht. Ich bin der Wasserparkkönig. Er ist hier. Verschwinde. Puh, es hat geklappt. Lass uns einfach die Wände schön machen. Und ich werde mich hübsch machen. Ich brauche noch einen Strandkorb. Blaue Farbe passt gut zu einem Wasserpark. Schöner Farbton. Ich werde das Meer malen. Ich werde eine Welle malen. Los geht's. Lass mich einen helleren Farbton hinzufügen. Und noch eine Welle. Jetzt male ich Meeresschaum. Und mehr schäumende Wellen. Wunderbar. Niedlich. Aber wo sind die Servietten? Ein Schwamm. Ich wische den Rest auf. Puh, der ist ja ganz mit Farbe durchtränkt. Gut. Wo ist der Schwamm? So komisch. Wie auch immer, ich male stattdessen einfach Möwen. Das ist es. Gefällt dir diese Meereslandschaft? Ich werde ein Selfie im Wasserpark machen. Was? Ist der Turm weiß? So einfach. Ich werde ihn gelb streichen. Oh ja, jetzt geht's los. Wow. Was? Der Turm ist doch schon gestrichen. Brr. Das bedeutet, dass die Malerarbeiten ausfallen. Lass uns stattdessen den Pool aufstellen. Geh du vor, ich brauche einen Moment. Wir müssen ihn aufpusten. Ich habe eine Pumpe. Die Sache ist nur, dass sie sich verheddert hat. Komm schon. Hilfe! So nah dran. Ich habe es geschafft. Lass mich helfen. Sharon? Der Pool ist fertig. In Ordnung. Etwas Wasser? Ich weiß das zu schätzen. Ich werde den Pool mit Wasser füllen. Hä? Das Wasser hört nicht auf zu laufen. Wie machst du das? Ich muss mich konzentrieren. Ich glaube, es wird noch ein paar Minuten dauern, bis das Becken voll ist. Erledigt. Zieh dich um und lass uns tauchen. Bleib da. In meinem Pool wird nicht geschwommen. Warum das? Ich werde mir meinen eigenen Pool bauen. Was? Ein muschelförmiger Pool. Toll, eine Angelrute. Jetzt kann ich angeln. Eine Kanonenkugel. Du wirst alle Fische verscheuchen. Wie auch immer, sie beißen. Siehst du?
Was ist denn da los? Fische? Unglaublich. Sie jagen mir eine Heidenangst ein. Schade. Ich habe noch ein paar Seesterne. Ich Glückspilz. Archie? Er ist weg. Ich werde meinen Pool mit Fischen dekorieren. Was? Ups. Archie? Wow, eine Rutsche ist eine großartige Idee. Phoebe, wir kommen. Halt dich fest, die Rutsche ist sicher. Danke, dass du mir den Rücken frei hältst. Ich habe Angst davor, aber ich muss runter. Ich ertrinke. Hilfe. Nicht schon wieder. Hier ist ein Rettungsring. Rette mich, bitte. Wie kann man da nur ertrinken? Phoebe, das Wasser ist knöcheltief. Ups, das wollte ich nicht. Aber sieh nur, wie schön sie ist. Hier bin ich. Mit einer Pizza. Was? Ist das alles, was übrig ist? Keine Sorge, es gibt noch eine. Ja! Guten Appetit. Zum Dahinschmelzen. Ich schlage vor, wir schauen uns noch ein Wasserpark-Video an, während wir zu Mittag essen. Gute Idee. Nein, der Wasserpark ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Sei nicht traurig. Josie, beeil dich, du kommst noch zu spät. Sei brav. Viel Spaß in der Schule. Wir werden selbst einen Wasserpark bauen. Wir werden dir helfen. Ich nehme das gerne an. Wir müssen den Raum leeren. Je schneller, desto besser. Okay, aber zuerst ein TikTok. Julie, du machst es nur noch schlimmer. Wir haben fast alles. Jetzt lass uns die Couch bewegen. Die ist viel zu schwer. Papa! Ja! Wo ist das ganze Zeug hin? Wir bereiten eine Überraschung für Josie vor. Wir bauen einen Wasserpark. Würdest du helfen? Klar, warte mal. Ich hab's. Puh. Es ist Zeit für die Kommode. Ich hoffe, sie wird nicht zerkratzt. Geschafft. Papa, diese Mauer ist uns im Weg. Wir müssen sie verschieben. Warum nicht? Gemeinsam sind wir stärker. Eins, zwei, drei, vier, schieben. Ich habe Farbe mitgebracht. Malen ist langweilig. Tanzen macht Spaß. Lasst uns eine Palme malen. Tada! Es sieht nicht gerade wie eine Palme aus. Das ist schon besser. Ein tropisches Muster. Wie kann man ein Zimmer mit Sprühfarbe in einen Dschungel verwandeln? Abonniere unseren Kanal und finde es heraus. Palmen brauchen Blätter. Kokosnüsse sind sehr erfrischend. Das ist richtig. Ist das ein Geist oder was? Überraschung. Ich habe einen Pool mitgebracht. Toll, aber wie bläst man ihn auf? Es hat keinen Sinn. Ich habe Tee gemacht. Er ist kochend heiß. Ich puste mal, dann wird er schneller kalt. Wow, Papa. Wir brauchen deine Hilfe, bitte. Gut. Eins, zwei, eins, zwei. Es hat geklappt. Aber wie füllen wir den Pool mit Wasser? Ding, ding. Ich habe keine Ahnung. Puh. Wo brennt's denn? Das wollten wir nicht. Ihr müsst unseren Pool mit Wasser füllen. Bitte. Na gut, ich helfe dir. Ab ins Wasser. Juhu, jetzt haben wir Wasser. Danke. Jederzeit. Aber die Strafe musst du trotzdem bezahlen. Upsi.
Das ist alles, was wir haben. Tschüss. Wie geht's weiter? Ich weiß. Komm mit mir. Jeder Wasserpark braucht eine Rutsche. Sie hält nicht. Wir müssen eine Plattform bauen. Ich habe ein paar Berechnungen gemacht. Und jetzt können wir sie bauen. Hoppla. Entschuldigung. Ich habe einen Schraubenzieher gefunden. Lass uns die Holzbalken verbinden. Wenn wir nicht rankommen, müssen wir es umdrehen. Na bitte, schon viel besser. Wir haben es geschafft. Wartet mal. Wir müssen es erst streichen. Habt ihr alle Pinsel? Macht euch an die Arbeit. Oh. Der letzte Schliff. Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß. Wir brauchen einen grünen Rasen. Etwas tropische Deko. Ist das nicht schön? Ich helfe dir. Jetzt geht's los. Jetzt können wir die Rutsche aufbauen. Es ist Zeit, am Pool zu chillen. Aber es ist so heiß hier. Die Hitze ist unerträglich. Wie geht's dir? Heiß? Ja. Wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Entspann dich, ich helfe dir. Ich werde eine Bar in unserem Wasserpark einrichten. Eine Bar, klar. Das Fenster ist da. Ich werde die Bar Ride the Wave nennen. Oh yeah. Und ein Surfbrett in eine Speisekarte verwandeln. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Dekorationen anbringen. Oh. Und der Bauarbeiter wird durch einen Barkeeper ersetzt. Die Bar ist eröffnet. Kannst du einen Mojito machen? Wir haben Limonade. Habt ihr Saft? Oh, heute haben wir Limonade. Limonade und Limonade. Ich nehme eine Limonade. Tolle Wahl. Es kommt gleich. Ich beeile mich. Es fehlt etwas. Das ist richtig. Wir brauchen mehr Dekoration. Und die beste Dekoration für den Wasserpark sind niedliche Meeresbewohner. Die Paddelbretter werden hier drüben sein. Alles erledigt. Wow. Du hast den Ball vergessen. Der Pool passt nicht für alle. Ich habe eine Idee. Ist das der Lieferdienst? Hier ist der Bote. Upsi. Deine Bestellung. Danke. Es ist nicht umsonst. Oh, ich habe aber kein Geld. Ich werde meine Kopfhörer verschenken müssen. Oh. Vielen Dank für deine Bestellung. Für meine Schwester tue ich alles. Wir haben noch einen Pool. Juhu. Wir brauchen Papa. 1, 2, 1, 2. Wie viel Zeit bleibt noch, bis Josie auftaucht? Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig. 1, 2, 1, 2. Das ist es. Papa, du bist der Beste. Lass uns den Pool mit Bällen füllen. Die Limonade ist gut, aber nicht sehr kalt. Papa, wir brauchen Eis. Klar, Kopf hoch. Ein paar für uns. Natürlich. Kann ich noch mehr Eis haben? Doch, das kannst du. Eislawine! Puh. Wer hat ein Tiefkühlhähnchen bestellt? Oh, ich koche es zum Abendessen. Warum ist Josie noch nicht hier? Das ist sie. Wow, ich kann es nicht glauben. Überraschung. Dieser Ort ist unglaublich.
Wenn diese Jungs einen Wasserpark in einer Wohnung bauen können, kann ich das auch schaffen. Ich habe eine Idee. Ein Bild von der Couch? Genau. Und wir werden sie mit einem Radiergummi loswerden. Bada bing, kein Sofa. Es ist Zeit zu malen. Wir entfernen die Regale und den Kleiderschrank. Erledigt. Der Raum ist jetzt leer. Was? Wie? Unglaublich. Zeig es mir noch einmal. Ich will es lernen. Genau so. Ich will es auch versuchen. Wow, nicht so doll. Ups, ich bin zu weit gegangen. Oh nein, ein Loch. Du hast ein Loch in die Wand radiert. Ich werde es reparieren, indem ich es abdichte. Wow. Ich male eine Kokosnuss an die Wand. So, dass sie super echt aussieht. Erledigt. Was machst du? Ich habe eine Kokosnuss gemalt und sie wird zu einer Palme wachsen. Wir müssen nur warten. Ist sie echt? Ich würde lieber eine Palme malen. Etwas so. Wow. Sie ist gewachsen. Ich hab's doch gesagt. Was? Unglaublich. Warum nicht? Ich habe Skittles. Oh nein, meine Süßigkeiten. Ich habe sie fallen lassen. Bitte nicht weinen. Was ist das? Wow. Ja, das schau mal. Oh, wow. Ein Regenbogen. Er erschien nach einem Regen aus Tränen. Wow. Ein Ball. Ich habe mir etwas ausgedacht. Mach Schnüre an die Decke und hänge den Ball auf. Oh nein, sie greifen mich an. Zu viele Bälle gibt es nicht. Was hat Jade vor? Ich werde ein Gerüst für die Rutsche machen. Ich habe es hier gesehen. Wow. Toll. Und male es an. Brauchst du Hilfe? Mir geht's gut. Aber ich könnte einen Schraubenzieher gebrauchen. Ich bin gut im Bauen. Siehst du, es ist gar nicht schwer. Nancy, Papa, kommt her. Schaut, ich habe es ganz allein gebaut. Ach so. Es sitzt fest. Ups, dieses Stück war unnötig. Ich weiß, was zu tun ist. Zeit für den Schraubenzieher. Ich beaufsichtige den Bauprozess. Hoppla. Sieh dir die Kiste an. Mach sie auf. Das ist ein Pool. Lasst uns die Wand mit Fischen dekorieren. Ich fülle den Pool mit Wasser. Zu wenig. Eine Flasche wird nicht reichen. Wir brauchen einen Schlauch. Der Wasserhahn ist repariert. Aber irgendwoher kommt immer noch Wasser. Die Wohnung des Nachbarn wird überflutet. Mädels!
Habt ihr den Pool gefüllt? Schön für euch. Oh nein, der Boden ist mit Wasser bedeckt. Ups. Auf dem Plan steht, dass es hier eine Rutsche geben soll. Wir müssen eine finden. Verkaufen Sie Rutschen? Auf jeden Fall. Okay. Zuerst das Geld. Hier bitte. Das ist nicht genug. Was? Ich gebe Ihnen meinen Laptop. Oh, ihr könnt die Rutsche haben. Moment. Der Barcode. Danke, dass ihr bei uns eingekauft habt. Erledigt. Sollen wir einen Zahn zulegen? Keine gute Idee. Okay. Ich rutsche mal. Da, ich stecke fest. Wir brauchen ein paar Poolringe. Ein paar bedeutet zwei. Ich werde sie online bestellen. Was für ein süßer Ball. Deine Bestellung ist eingetroffen. Warum so viele? Ups, das wollte ich nicht. Also bläst du sie auf. Ich habe eine Idee. Gib mir alle Ringe. Wir haben ein tolles Zelt gebaut. Cool. Mir gefällt es auch. Ich habe ein paar Kissen gefunden und eine Decke. Wow. Dieser geheime Raum ist toll. Hier ist ein Platz zum Entspannen. Hey, kann ich da auch rein? Nee, besetzt. Wie auch immer. Mein Platz zum Chillen wird viel besser als deiner sein. Alles fertig. Oh nein, das ist erst ein kleiner Teil. Puh, geschafft. Ich werde meinen Pool mit diesen Bällen füllen. Habt ihr das gesehen? Wo sind sie? Schon da? Hallo. Wie auch immer. Ich werde mich im Zelt einrichten. Hör auf damit. Das macht so viel Spaß. Es fehlt etwas. Ich wünschte, wir hätten Sand. Was ist passiert? Wir wollen Sandburgen bauen. Keine große Sache. In dieser Kiste sind alle deine Sommersachen. Klamotten mit Taschen voller Sand. Hausschuhe mit Sand. Eine ganze Kiste voll mit Sand. Haut rein. Wow, lasst uns anfangen zu bauen. Aha. Es gibt nicht genug Sand für eine Burg. Lasst uns Poolstühle holen. Stellen wir sie genau hier hin. Super. Und stellen wir mehr Grünzeug dazu. Dieser Platz ist bereit zum Sonnenbaden. Die Sonne ist so heiß. Papa! Ich bin hier, mit einem Sonnenschirm. Aber wie baue ich ihn auf? Der Regenschirm funktioniert nicht. Schließe deine Augen. Na bitte. Wir haben es geschafft. Diese Idee gefällt mir nicht.
Hallo, wir hätten gerne zwei Eintrittskarten für den Wasserpark. Wir haben geschlossen. Was? Ha? Kommt morgen wieder. Wie kommt das? Ich komme nicht in den Wasserpark. Keine Panik, Schwesterherz. Ich habe eine Idee. Los geht's. Mein Lieblingsding im Wasserpark ist der Schlauch. Die Geschwister haben sich einen Weg ausgedacht, um einen Wasserpark zu Hause zu haben. Schau, ein Höhenmesser. Es ist perfekt, wenn ich mich ein bisschen bücke. Ich gehe auf die Rutsche. Juhu, ich bin die Nächste. Ich will auch auf die Rutsche gehen. Lass mich rein. Aber die Höhe, wen interessiert das? Ach ja? Kein Pool für dich. Los, oh. Jenna stürzt direkt in ihre Wohnung. Warum ist da ein Loch in der Decke? Hoppla. Der Pool ist toll, aber mit Wellen wäre er noch besser. Und wenn ich die Klimaanlage anmache? Wow, winzige Wellen. Und wenn ich sie stärker aufdrehe? Ah, ein echter Tsunami. Keine Wellen mehr. Es ist schön, sich nach dem Schwimmen mit einem Drink zu entspannen. Ah! Chad, hör auf damit! Okay, dann gehe ich jetzt eben rutschen. Ich habe eine Idee. Ich werde das ganze Wasser aus dem Pool trinken. Chad wird so schockiert sein. Wuhu! Oh, wer hat bloß den Pool geleert? Chad! Keine Handys im Wasserpark. Lass sie hier. Ich bin eine Ausnahme. Stopp! Keine Ausnahmen. Auch nicht für deine Schwester. Okay, gut. Hier. Alle haben Spaß. Und Chad wählt nur die schlechtesten Perspektiven aus. Wuhu! Alice, schau in die Kamera. Chad, gib sie mir. Diese Bilder sind verrückt. Gib mir meine Fotos. Nur wenn du zahlst. Gut. Hier. Igitt. Die Wasserschlacht beginnt. Nehmt keine Gefangenen. Es ist Spritzpistolenkrieg. Keiner wird diesen Kampf trocken überstehen. Chad, Alice, was macht ihr denn da? Hört auf! Jenna geriet ins Kreuzfeuer. Das ist es! Die Freunde sind in Schwierigkeiten. Auf keinen Fall. Hier zu spielen macht überhaupt keinen Spaß. Ohne sie ist es hier langweilig. Cool! Stopp! Du kannst nicht ohne Maske reingehen. Huh? Was? du brauchst auch Schwimmflügel. Ich hab's. Einen Schwimmring? Ich bin zu allem bereit. Ich gebe auf. Pool. Fischpeeling, kommt her. Wow, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Bezahl in bar. Viel Spaß. Lass mal sehen. Diese Fische sind zu faul.
warte mal. Sie sind aus Papier. Hey, ich will mein Geld zurück.